Jetzt kommen wir zur Beinarbeit. Ja, endlich, endlich. Schritte sind eigentlich Shuffle-Schritte. Das heißt, wir versuchen nicht groß zu überkreuzen, ja, sondern wir bewegen uns nur, es bewegt sich eigentlich maximal fast 3-Schritte-Bereich. Ja, ich habe 1, 2, 3. Ja, oder nach vorne. 1, 2, 3. Zur Seite. 1, 2, 3. Also immer die Shuffle-Schritte. In Hamburg wurde früher immer mit Teppichfliesen durch die Gegend gerutscht, ja, für diese Schritte, damit ein Fuß am Boden bleibt. Wie gesagt, möglichst wenig hoch und runter kommen, nicht seitlich laufen, ja, sondern Shuffle-Schritte machen zum Spielen. Okay? Malte und ich, wir bowlen jetzt Bälle zu euch. Ja? Wir haben wieder dasselbe. Lasst den Winkel die Arbeit machen, das, was wir vorher gemacht haben. Und wir versuchen uns jetzt mit den Shuffle-Schritten zu bewegen. Okay? Wenn du in der Mitte spielen kannst, spielst du in der Mitte. Da sind wir wieder da zurück. Wenn das passiert, wunderbar. Okay? Aber wenn ein Ball tiefer geht, ist auch kein Problem, seitlich zu spielen. Okay? Gut? Go. Okay. Und dann wechseln wir. Warteposition in die Annahme. Fänger läuft hinten, gibt den Ball bei Malte ab oder bei mir ab. Ja, du kommst hier zu mir und ich brauche einen Ball. Könnt ihr mir immer hinterm Rücken geben. Hier ist der nächste schon. Lauf du mal hier hin. Geh du mal am Pfosten. Warteposition. Wenn er gespielt hat, kommst du rein. Okay? Und einmal den Ball. Okay. Nächster. Auf geht's. Komm, Jungs. Bisschen Bewegung. Shuffle-Schritte. Okay. Ja. Unser Ziel geht etwas weiter Richtung 2. Ja? Etwas weiter Richtung 2. Gut. Winkel einstellen. Lass den Winkel nicht rotieren. Lass den Winkel die Arbeit machen. Winkel macht die Arbeit. Nein, nicht hinterm Ball. Zu mir ausgerichtet. Okay? Annehmer zum Aufschläger ausgerichtet und Winkel zum Ziel einstellen. Yes, sehr schön. Zu mir ausgerichtet, Winkel zum Ziel. Okay, gut. Winkel zum Ziel. Ja, noch weniger rotieren. Zu mir ausgerichtet, Winkel zum Ziel. Ja. Was musst du machen, wenn der Ball nicht weit genug darüber geht? Noch mehr Winkel, genau. Ja, sehr gut, sehr gut. Winkel und zum Ziel. Gut, gut. Lass den Winkel die Arbeit machen. Ja, sehr gut. Wir bekommen den Aufschlag von 1 oder von 6. Immer unser rechtes Bein leicht vorne. Okay? Weil das erleichtert uns, den Winkel einzustellen. Das kann sogar passieren, dass einer hier einbeinig annimmt. Du musst immer bedenken, Schulter und Hüfte arbeiten zusammen. Die sind gekoppelt. Das heißt, entweder ist die Variante, ich gehe hier rum, Schulter und Hüfte ist zusammen. Ja, das wäre dann das immer hinterm Ball. Oder Hüfte und Schulter arbeiten zusammen. Jetzt kann ich hier Winkel einstellen. Diese Rotation, das gibt es nicht. Es ist nur, die Arbeit findet nur statt in dem Winkel, den ich eingestellt habe zum Ziel. Hier spiele ich. Es ist kein Drehen, kein Rumarbeiten. Ich habe nur einen Winkel, auf dem gespielt wird. Ich muss ja den Ball fliegen lassen. Deswegen ist sogar kein Problem, auf einem Bein vielleicht sogar anzunehmen. Hüfte und Schulter ist zusammen. Vielleicht sogar hier. Hüfte und Schulter ist zusammen. Ja? Und ich kann hier spielen. Auch das theoretisch kein Problem. Wenn ich hier vorne stehe, ich bewege mich, Ball kommt tief. Oh, boom. Mein Spielbrett ist ganz einfach zum Ziel eingestellt. Ich muss nichts rotieren, nachdrehen. Ja? Das ist die Idee. Einfach, einfach wie möglich. Also ich denke, es ist genau umgekehrt. Viel weniger Fehlerquellen, ja, als wenn ich hier vorne versuche, den Fuß vor. Ich will da hinspielen, bumm, da spiele ich hin. Ja, ich bin hier ganz fest, wo der Ball kommt, ja, mit Geschwindigkeit. Deswegen es ist dieses mit dem Ball zurückbewegen. Wenn ihr auch mal anguckt bei Spielen im Frauenbereich, sieht man es ganz viel mit dem Ball zurückbewegen. Ja. Andersrum wäre es, wenn der Aufschläger von 5 aufschlägt, würde man das Ganze umdrehen. Ja? Aufschlag kommt von da, dort ist mein Ziel. Jetzt kann ich so stehen oder rechts spielen.